Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Rossmann-Haul für euch. Und zwar waren wir ja, wie ihr wisst, bei Rossmann mit dem Arian zusammen. Und da zeige ich euch jetzt unsere Einkäufe. Und zwar haben wir erstmal zwei Gläschen geholt von Baby Dream. Und zwar einmal Erdbeere mit Himbeere in Apfel. Das isst er gerne. Und einmal einfach nur Apfel fein. Da tue ich immer so ein bisschen was in seinen Grießbrei rein. Ja, das mag er sehr gerne. Die beiden haben wir geholt. Dann habe ich zum Ausprobieren von der Fruchtbar einmal Himbeere, Traube, Banane mit Quinoa geholt. Ist ab 6 Monaten und ist ohne Zucker zusetzen. Das wollte ich mal ausprobieren, so zum Snacken zwischendurch, wenn wir unterwegs sind. Und dann habe ich einmal Heidelbeere, Banane und Reis. Die beiden also. So, dann haben wir zwei Packungen von den Wattepads geholt. Die brauchen wir ja sowieso immer. Na, genau, das sind einfach diese einfachen Baby Dream Wattepads. Ja. Dann haben wir einmal seine Milch geholt. Wir nehmen die Nestle Beba Pro HA1. Genau, weil mein Mann halt auch Allergien hat. Und da sollte er auch, also der Ari auch HA nehmen. Ja, da haben wir die 1er. Dann habe ich mitgenommen hier Reisflocken von HIP. Da hatten wir eine Probepackung und die fand er richtig lecker. Also die bekommt Arian immer morgens meistens. Halt mit diesem Apfel oder anderem Püree, Fruchtpüree zusammen. Und das isst er gerne und das kann man auch mit der HA-Milch nämlich mischen. Steht hier extra HA geeignet. Dann habe ich mitgenommen hier diese Gesicht- und Hände Reinigungstücher von Baby Dream. Na, funktioniert nicht. Genau, davon direkt mehrere, weil wir die ständig und immer in Gebrauch haben, auch beim Essen. Und dann zwei Packungen mitgenommen. Dann habe ich hier einmal ganz unspektakulär Odolmi 3 Fresh Mint Buntwasser. Dann habe ich hier einmal das exquisite Lesende Qualität Noir, fein herb Schokolade für meinen Mann. Der mag nämlich fein herbe Schokolade und die hat 78% Kakaoinhalte und ist extra dunkel. Genau, das ist für ihn. Und für mich habe ich hier zum Snacken Bananenchips, die mag ich sehr gerne. Dann habe ich noch mitgenommen hier Wickelunterlagen von Baby Dream. Die haben jetzt auch so ein süßes Design mit Wölkchen drauf. Dann einmal hier milde Seife Blütenfest von Isana Handseife. Dann einmal hier ganz für WC Kraftaktiv Blau, das ist mit Chlor. Das finde ich immer ganz gut, weil das riecht auch ein bisschen intensiver und färbt das Wasser immer. Das finde ich ganz toll. und dann haben wir noch hier einmal mein Lieblingsduschgel und zwar ist das hier. Das Nivea Pflegedusche Frangipani und Oil. Finde ich riecht mega und ist total gut. Und ich habe jetzt gesehen, dass Isana auch so ein Duschgel rausgebracht hat. Auch mit Frangipani. Und das riecht eigentlich auch nicht schlecht. So. Ja, ich vergleiche mal.
Ja, riecht sehr, sehr ähnlich. Fast schon gleich. Und ich bin mal gespannt, wie das so ist, auch auf der Haut. Es steht ja auch, ist trockene Haut. Und ich bin mal gespannt, ob das genauso gut wie das Nivea, weil das ja dreimal so viel günstiger ist als das Nivea. Mal sehen. Ja, und dann ist hier nur noch einmal das Wattepads. Wattepads von Baby Dream drin. Und das war's auch schon mit dem Einkauf. Genau. Das war jetzt nur so ein kleiner Einkauf. Windeln haben wir noch gekauft. Da haben wir die von Baby Dream, die Größe 3. Und ich habe jetzt das erste Mal bei Rossmann Windeln gekauft und von der Marke. Davor hatte ich immer die von DM geholt und ich muss sagen, ich finde die von Rossmann sogar besser. Die sind zwar irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, lappriger oder so, aber die scheinen mir etwas dünner zu sein und gerade jetzt, wo es so warm ist, finde ich die doch ein bisschen angenehmer. Also ich bin mal gespannt, wie der Popo das so verträgt. Und aber bis jetzt sind wir eigentlich so vom Gefühl her zufrieden. Ja, das war es jetzt nämlich auch schon mit dem Einkauf. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen hoch und folgt meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.